So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Montagmorgen. Es ist selbstverständlich Gym-Time. Wir sind hier im Uni-Gym, also nicht vor der weißen Wand. Noch kein Top-3-Video, die kommen noch. Aber heute wirklich ein etwas persönlicheres Trainingsvideo. Ich zeige euch nämlich eine Übung, mit der ich sehr, sehr gute Fortschritte beim Nacken mache. Vielleicht kurz zu mir. Ich habe keinen guten Nacken. Und auch das beantwortet auch so ein bisschen die Frage, soll man den Nacken separat trainieren? Ja, wenn ihr da wirklich so eine gewisse Disbalance habt, wie bei mir. Mein Nacken ist genetisch einfach nicht so gut und es ist ein bisschen meine Schwachstelle. Und ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, wirklich in richtig, richtig gute Form zu kommen. Ich greife so ein bisschen meine Schwachstellen an. Und wenn ihr auch eine Schwachstelle im Nacken habt, könnt ihr sehr gut den Nacken auch isoliert trainieren. Entweder wirklich vor dem Rückenworkout. Der Nacken ist, wie gesagt, es gibt nicht den Nackenmuskel, sondern es ist ein Teil des Trapezmuskels. Ich zeige euch mal kurz die Anatomie. Es ist eben der obere Teil. Wenn wir vom Nacken reden, es ist der obere Teil des Trapezmuskels. Und wie gesagt, man trainiert ihn sehr stark bei Rückenübungen mit drin. Wenn ihr den gezielt ansprechen wollt, empfehle ich euch zum Beispiel diese Übung vor dem Rückenworkout zu machen, wirklich so als Vorerschöpfung, um den beim Rückentraining einfach besser zu spüren. Oder danach, nach dem Rückentraining, nach dem Trapeztraining, um den einfach nochmal wirklich, um dem nochmal volles Rohr was reinzugeben. Wir haben schon mal ein Video gemacht zum Nackentraining. Da habe ich euch schon so ein bisschen erzählt, warum ich nicht für Langhantel Bewegungen bin, weil man einfach so die Anatomie nicht trifft. Ihr müsst euch wirklich den Nacken oder den Trapez, den oberen Trapez nicht nur vorstellen, dass er hier praktisch die Schulter zum Kopf zieht. Nein, er geht, wie gesagt, er ist hinten an den Dornfortsätzen der Halswirbel dran und setzt, wie gesagt, am Schlüsselbein, an der Schulterhöhe und am Schulterblatt hinten an. Und er zieht nicht nach oben, sondern wirklich nach oben hinten. Das versuche ich immer wieder zu sagen, habe ich euch in dem Video auch schon gesagt. Deswegen ist es immer besser, Kurzhanteln zu nehmen, weil ihr eben die natürliche Bewegung viel besser reinbekommt. Aber, und heute wirklich eine Übung, mit der ich wirklich sehr, sehr gut, ich fühle ihn noch besser als mit Kurzhanteln, deswegen könnt ihr die mit dazu nehmen. Er zieht nicht nur nach oben hinten, sondern ihr kriegt den auch besser rein, wenn ihr wirklich am Kabelzug wirklich mal so eine gewisse Vorspannung einrichtet. Das ist mit Kurzhanteln sehr, sehr schwer, weil ihr einfach für viel Gewicht nicht genug Power habt in der Schulter, um die weit auseinander zu halten. Wenn ihr aber wirklich mit dem Kabelzug wirklich so eine Vorspannung aufbaut und dann den hochzieht und euch reindreht und ihn dann nach hinten zieht, kriegt ihr genau die anatomisch korrekte Bewegung des Nackens hin. Also es ist sehr, sehr gut. Man kann nicht mit viel Gewicht arbeiten, aber wirklich so als Vorerschöpfung oder zum Schluss eine perfekte Übung. Also stellt euch seitlich dahin, lasst den Arm richtig schön lang und dann zieht ihr hoch und dreht euch rein und dann zieht ihr praktisch die Schulter hinter den Kopf. Und das wird dann eine fließende Bewegung. Je öfter ihr das macht, desto fließender kriegt ihr die rein. Und ihr kriegt einen richtig schönen Pump wirklich im Nacken. Und ist wirklich eine sehr, sehr gute Übung. Probiert die wirklich mal aus, wenn ihr eben ein Defizit im Nacken habt, wenn ihr da einfach gezielt trainieren wollt. Ansonsten natürlich beim Rückenworkout, bei den Ruderübungen ist der Nacken genug drin. Wie gesagt, ich baue ihn jetzt auf. Ich gebe nochmal Vollgas, ich will in Topform kommen. Deswegen ist bei mir jetzt der Nacken ein bisschen isolierter. Ihr werdet aber die Fortschritte sehen, ich werde es euch zeigen. Und Freunde, probiert es aus, abonniert den Channel, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr den kombiniert, mit wie vielen Wiederholungen, das schreiben auch ganz viele, was ihr womit kombiniert, dann macht ihr beim Trainingsernährungssystem mit. Da habt ihr wirklich euren Plan und seht, wie ihr trainieren sollt. Bis dahin.